Hallöchen, lieber Stream, hallöchen und guten Abend. Ihr erinnert euch noch daran, dass wir beim letzten Mal einige Probleme hatten, letzte Woche Montag, wo das Spiel nicht lief. In der Zwischenzeit habe ich es mal repariert und Dinge getan. Und auch heute hatte ich wieder leichte Probleme, das Spiel zu spielen, weil es ständig, egal welches Standard-Display ich eingestellt habe, auf dem falschen Display stand. Naja, das Spiel mag mich. So, wir waren hier in den Fahrt in den Hügeln und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir hier irgendwo rumgerannt sind und dann hier die große Problematik hatten. Die Folge nennt sich übrigens, wir sind so gut wie tot. Wird noch kommen. Also auf YouTube. Und daher auch, hallo YouTube! Heute ist der Montag der Woche 3 der Quarantäne für den Coronavirus. Damit könnt ihr jetzt wissen, ungefähr wann und wo wir sind. Ihr seid leider ein paar Tage hinterher, weil ich einfach pro Online-Session ein paar Stunden, ein paar Folgen mehr mache als die 7. Von daher wird sich das nach und nach wahrscheinlich hinauslaufen. Es tut mir leid, deswegen ich bin trotzdem für euch in den Kommentaren da. Und natürlich jetzt live für den Chat. Ich werde jetzt trotzdem hier wieder rumrennen, in der Hoffnung, dass wir dann da irgendwo, dass wir da einfach dran vorbeikommen an dieser Begegnung, weil ich glaube, wir müssen da oben hoch. Oh, alternativ hoffe ich einfach, dass wir keine Begegnung haben. Eine Kohlenmine. Ja, die wollen wir doch mal einnehmen. Ja. Machen wir doch mal eine Ruhepause. Übrigens, nur ins Gesicht fassen, wenn ihr tatsächlich die ganze Zeit keinen Kontakt mit Menschen hattet. Wie ich. Sondern ein einsamer Grabhügel. Dieser geheimnisvolle Friedhof lag eine Ewigkeit verborgen, unberührt da. Ein Erdrutsch hat jedoch kürzlich die Eingang zum unterirdischen Komplex freigelegt. Es ist schon wohl jemand Grabhügel gestiegen. Die gewaltige Tür, die einzelne Zugang versperrt, steht offen. Aus dem dunklen Gang dahinter strömt kühle, modrige Luft. Wir fahren da noch nicht. Meins. Dann laufen wir jetzt mal oben rum. Ich meine, what can go possibly go wrong? Die Krallenspitze. I need to catch my breath. Ja, da drüben ist Warnburg. Bürgerhügel, den wollen wir auch haben. Resting would ja. Be nice, don't you think? You amaze me, Lindsay. You've seen so many gruesome, vulgar and disgusting things, but kept your childlike joyfulness and spontaneity. It's such a beautiful gift. I couldn't understand that. Was it a praise or a subtle insult? Schön. Ah, das herzhafte Essen ist ruiniert. Schade aber auch. Was haben wir hier? Eine Fahrt auf dem Hügel. Diese Fahrt. Die Felsen, verrückte Bäume. Du warst doch hier so Ort. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Pfad ist, der vielleicht nicht da unten gemeint habe. Ich wollte jetzt auf jeden Fall da oben zu dem Grab mal. Nein. Ah, du konntest dich nicht vor den Gegner vorbeischleichen, bereite dich auf den Kampf vor. Das wird wieder tot. Und Teufel und wahrscheinlich Ladewitscher wollen. An die Nase juckt. Ein Haufen Viecher. Da sind ein Haufen Viecher und da sind ein Haufen. Oh, 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 oh. Viele Haufen Viecher. This should do it. Nach dem Schwierigkeitsgrad zu urteilen, sollte ich das wahrscheinlich so machen. Repent. So. Consider me provoked. Let us strike as one.
Do not falter. Versuchen wir es mal. Genau, ihr müsst euch da mal. Ich hole jetzt noch einen von dir her. Walks. Autsch. Okay, okay, okay. Nein, du machst erstmal ein Lied an. Dann singst, heilst du mal ganz kurz. Und jetzt heilst du noch mal dich. Hallo Vogel. Ah, der Wurm ist auch die. You deserved it. So. Hey, can someone help me? Let's try this way. Schrei doch mal. Can I die? Free. So. Ja, es geht nichts gegen Amiri. Es geht absolut nichts gegen Amiri. Was die im Kampf Schaden macht, das ist nicht mehr feierlich. How may I help? So. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob der Chat tatsächlich funktioniert. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, nachdem Twitch immer wieder mal Probleme hat. Also in den letzten Tagen vor allen Dingen immer mal wieder Probleme. Aber mir scheint, er funktioniert soweit. Na dann. Bitte ich um Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich will ausweichen, ich will... Ach, verdammt. Ich hätte vorher rasten sollen. Oh ja. Goblin Alchemisten, das läuft schon sehr gut. Haben wir hier noch irgendjemanden? Nein, du bist ein Hase. Du interessierst mich jetzt gerade nicht. Die anderen beiden könnten eigentlich da hinten bleiben. Aha, da sind also doch noch welche. This is for you. Any last wishes? A calculated risk. You forced my hand. Ouch, ouch, ouch. Ja, Elementarschaden ist halt gar nicht mehr so einfach. Gehen wir ihr mal kurz, Leute. Du musst, glaube ich, mal zurück. Du kannst gerade nicht heilen, das ist doof. This won't kill me. Zum Glück hat
Und Valerie einen richtig guten Wurstschild. Du sollst eigentlich heilen. Bitte, danke. So, da hätte ich gerne nochmal ein Hühnchen. Und die anderen beiden abzulenken. So, du machst die aber fertig. Kannst du nämlich auch da wieder rüberlaufen und die Alchemisten umliegen. Ja gut, Amiri und Tristan machen dann. Machen die da schon. Perfekt. Unglaublich, das klappt besser als sonst. Was haben sie dabei? Schrott. Und kein Schrott. Ja gut, die Armbrüste sind schon mal gar nicht doof, aber der Rest. Hallöchen, King! Freut mich, dass du vorbeikommst. Und ich hoffe, es geht dir gut. Na ja, gut. Der Nicht-Schrott, der war das, was interessant war. Sprich, die ganzen Armbrüste. Die geben wenigstens Geld. Und Bembe, Hallöchen. Once a girl told me my eyes light up her world. I said that the blessing of Serenray will light up her soul. She seemed disappointed. Machen wir es mal so. Vorsichtshalber. Nachdem ich bei meiner Sohn circa 2 Stunden im Zimmer war, aufräumen. Naja. Gut. Gut. Ich weiß, dein Sohn ist nicht gerade dafür bekannt, dass er aufräumt, aber. Oder zumindest würde ich ihn so einschätzen. Wo ist das Ziel hin, was ich da hatte? Da war doch gerade noch irgendwo ein Ziel. Da. Aber wir lagern jetzt, glaube ich, erstmal, bevor ich da hingehe, damit wir ausgeruht sind. Was, wenn du alle deine Bücher verloren hast? Wie hast du dann gekämpft? Lass mich dir ein paar Moves mit einem Schwert zeigen. Oh, ich würde nicht wollen, die große Kriegerglory zu stehlen. Lass uns das Schwertplay zu dir geben. Und ich bleibe hinter dir mit meinen Tricks. Oh, der Hauptkoch hat schon wieder Dinge verkocht. Oh, da war doch irgendwo. Da will ich hin. Was? Warum? Da, jetzt. Richtige Richtung macht richtiges Ziel. Der Weg ist das Ziel. Das ist der Weg. Ja. Das ist der Weg. Kalikis lächelt sanft, als du dich ihr näherst. Bei dir entgeht nicht, dass sie gespannt ist wie eine Bogensehne. 3 junge Tieflinge in bunten Kleidern, die der Garderobe des Harlekins zu entstammen scheinen, stehen um Kalike herum und treten nervös auf der Stelle. Sie verkneigen sich gleichzeitig. Der jüngste von ihnen wirft einen neugierigen Blick zu. Das ist also der Gönner, den ihr gefunden habt, Älteste, der Baron dieses Landes. Aber sagt Kanera immer. Dabei sagt Kanera immer, ihr wüsstet nicht, wie man Verbindung knüpft. Oh, oh, oh. Wir brauchen ein Bando-Emoji. Sagt das Arif, sie macht die Emojis für mich. Ja, wir brauchen eins. Das kurzhaarige Tieflingmädchen tritt ihren Freund auf den Schweif.
Hör auf, Nayo. Siehst du nicht, dass du sie verärgerst? Verzeiht ihm, Älteste. Und ihr ebenfalls, euer Gnaden. Als Nayo klein war, hat ein Esel seine Wiege umgeworfen. Seine Hörner haben sich an den Satteldecke des Esels verfangen und er wurde teilweise aufgeschleift. Dabei hat er sich immer wieder in den Topf gestoßen. Jetzt ist er kein Deut klüger als der Esel. Kalt gestampft den Fuß auf, um Aufmerksamkeit der Tiefling auf sich zu ziehen. Schleckermäuler, das reicht. Ihr geht jetzt zurück in die Stadt. Ich muss unter vier Augen mit dem Baron reden. Und wir gehen ohne euch zum Taldanischen Turm. Das Ganze könnte gefährlich sein. Wir wünschen der Älteste, der letzte der drei Tieflinge verbeugt sich bis jetzt nichts gesagt hat, nickt und deutet auf die anderen. Wir gehen in die Stadt. Mal sehen, ob die drei schweifwedelnden Tölpel, die wir heute dort bezahlte Arbeit finden. Falls ihr beschließt, euch in dieser Gegend niederzulassen, finden wir hier vielleicht auch eine Bleibe. Lebt wohl, euer Gnaden. Wo sind wir hier und wonach suchen wir? Ich habe andere Dinge zu tun, ich komme später wieder. Ich habe den ganzen Weg hierhin gemacht, natürlich habe ich nichts anderes zu tun. Ach, eine schöne Animation. Beam. Es ist eine uralte taldanische Siedlung, die vor langer Zeit von den Elementen zerstört wurde. Sie haben aus diesen Felsen Erz abgebaut. Es ist nur weniger darüber bekannt, was hier passiert ist. Aber den Gerüchten nach hat eine verheerende Flut die Stadt zerstört. Viele Bürger sind gestorben. Die anderen geflohen, nur der Turm auf der Klippe ist noch übrig. Die Flut konnte ihn nicht erreichen. Es könnten sich gewaltige Reichtümer in den Turm befinden, unter anderem die Scheibe der Verfinsterung, ein Relikt aus quadrianischer Netis-Tempel. Nach dieser Scheibe suche ich. Hier gehen wir alleine weiter. Na gut, dann muss ich wohl die anderen wegschicken und alleine weitergehen. Gefällt mir gerade nicht so, aber was sein muss, muss sein. Deine Gefährten machen auf der Straße kehrt und lassen dich mit Katikada ein. Wer waren diese drei Tieflinge? Meine Freunde aus Quadriga. Sie heißen Nayo, Tevi und Elki. Aber ich nenne sie einfach Schleckermäuler. Sie sind immer zusammen und handeln und sprechen immer im Chor. Sie haben die Geschichte dieses Dorfes entdeckt und mir von der Schatzkammer erzählt. Sie kamen nie hinein. Sie sagten, dort lauern viele gefährliche Ungeheuer. Und ich habe meine Gefährten weggeschickt. Warum? Ich bin froh, dass mich nicht alle aus meinem vergangenen Leben verlassen haben, aber sie machen mich auch nervös. Schleckermäuler wissen nicht, was nach unserer Flucht passiert ist. Sie denken, Carnera sei gestorben und ich hätte mir einen seltsamen neuen Namen zugelegt, um mich vor meiner Vergangenheit zu verstecken. Aber sie kennen mich, meine Schwester gut und können mühelos die Wahrheit herausfinden. Damit würden wir gegen die erste von Netis Bedingungen verstoßen. Deshalb wäre es für uns alle besser, wenn wir uns so selten wie möglich begegnen. Außerdem hätte Carnera die armen Schleckermäuler beinahe an wilde Tiere verfüttert. Auch wenn mir das inzwischen vorkommt, als wäre es eine Ewigkeit her. Okay, wie sieht der Plan aus? Irgendwo vor uns muss eine Klippe sein, auf der wir Überreste des Turms finden. Wir müssen hinauf und die Ruinen durchsuchen. Macht euch auf Ärger gefasst. Man kann nie vorsichtig genug sein. Und sind wir bereit? Ja gut, wir sind mal bereit. Sie nickt dankbar. Danke, ich bin froh, dass ich auf den Weg nicht alleine machen muss. Ja, ich hätte gerne auch Hilfe. Das sieht nämlich nicht so aus, als wenn das... Oh, eine schwebende Armbrust. Sehr schön. Als wenn das so einfach wäre, wie es sein soll. Auf die Klippe klettern und umsehen. Dann nehmen wir das mal mit. Wenn hier schon Kräuter rumliegen, dann sollte man sie auch mitnehmen. Was hast du denn für Waffen? Oh, eine Fernkampfwaffe. Yay. Ja, wir auch.